Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 13. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Auf Ihren Plätzen verteilt sind die Wahlvorschläge zu den Wahlen der Vertrauensleute und der stellvertretenden Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter. Die Wahlen rufen wir vereinbarungsgemäß am heutigen Abend vor den Beschlussempfehlungen auf. Am gestrigen Abend hat der Ältestenrat eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Freien Demokraten betreffend Gesetz zur Änderung des hessischen Abgeordnetengesetzes abgegeben. Die dritte Lesung des Gesetzentwurfs rufen wir am morgigen Donnerstag nach den Aktuellen Stunden auf. Ich sehe Einvernehmen. Dann werden wir so verfahren. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Nie wieder ist jetzt kein Antisemitismus an hessischen Hochschulen, Drucksache 21690, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 50 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 19, das ist der Setzpunkt der Fraktion der AfD, Drucksache 21641, aufgerufen werden. Am gestrigen Tag hat der Hauptausschuss eine Beschlussempfehlung zu dem Antrag der Fraktion der AfD und des Abgeordneten Sascha Herr fraktionslos betreffend Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, Drucksache 21496, sowie zu dem Antrag der Fraktion der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Freien Demokraten betreffend Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, Drucksache 21684, abgegeben. Die Beschlussempfehlung hat die Drucksachennummer 21691 und steht mit Tagesordnungspunkt 51 auf dem Nachtrag. Vereinbarungsgemäß rufen wir diese Beschlussempfehlung am morgigen Donnerstag nach dem Setzpunkt der Fraktion der AfD mit 5 Minuten Redezeit auf. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist weiterhin ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD für ein 9. Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Drucksache 21692. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Gesetzentwurf Top 51 und wird vereinbarungsgemäß am Donnerstag nach Top 17 mit einer Redezeit von 5 Minuten aufgerufen werden. Weiter eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und der SPD betreffend Hessen bleibt auch in schwierigen Zeiten verlässlicher Partner für Hochschulen und ermöglicht gute Studienbedingungen und Spitzenforschung. Drucksache 21693. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 53 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 24, das ist der Setzpunkt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, aufgerufen werden. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 21, dem Setzpunkt der SPD betreffend Beteiligung und Förderung von Jugendlichen ausweiten, Drucksache 21644. Vorgesehen ist heute eine 2-stündige Mittagspause. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis voraussichtlich 17.15 Uhr. Ich komme nun zu den Entschuldigungen. Ganztägig fehlen heute die Abgeordneten Max Barton, CDU, Lena Arnold, CDU, Markus Resch, AfD, Björn Kaffenberger, SPD sowie Ministerpräsident Boris Rhein. Zudem fehlen die Abgeordneten Johannes Marxen, AfD, ab 11 Uhr, Gerhard Schenk, AfD, ab 11 Uhr, Dirk Gahr fraktionslos ab 15 Uhr und Herr Staatsminister Manfred Pentz ab der Mittagspause sowie Staatsminister Professor Dr. Roman Prosek ab 17 Uhr. Und ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann darf ich noch mal an unser gemeinsames Public Viewing heute Abend im Medienraum erinnern. Es wäre schön, wenn ich viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen dort heute begrüßen darf. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass heute auch der Parlamentarische Abend der Gesundheitswirtschaft Rhein-Main ab 19.30 Uhr im Restaurant I. stattfindet. Damit sind wir am Ende der amtlichen Mitteilung angekommen.